Ein wunderschönes Hallulu von mir. Herzlich willkommen zur weiteren Folge. Ja genau, die Last Live 2. Und wir schauen mal rein, was da so abgelaufen ist in letzter Zeit. Ich muss mir nochmal kurz, wie gesagt, habe ich das schon mal erwähnt? Ja, letzte war, ne? Ich werde mir auf jeden Fall immer wieder einen neuen Überblick verschaffen, damit ich hier, ne, weiß, was abgeht. So, okay, das habe ich gesperrt für den Restaurator, ganz genau. Das, ja, das kann ich im Laden vertickern. Solche Dinge wie selten, schon selten sind, dann werde ich eventuell im Laden verkaufen, wenn momentan keine Auktion zur Verfügung steht. Und ja. So. Das Teil ist in Bearbeitung. Das Teil ist auch schon fertig. Das ist im guten Zustand. Das, ja gut. Gitarre ist ungewöhnlich. Das ist was für ein Laden, ne? Daher. Oh. Ich sehe gerade, ich habe gerade in der Zeitung gesehen, dass hier etwas für die Auktion sein könnte. Da da gerade eine Auktion stattfindet. Das ist episch. Warte mal. Ja, das habe ich gesperrt, ne? Das wollte ich eigentlich restaurieren lassen. Das Ungewöhnliche kann ich leider nicht verkaufen, aber das könnte ich auf der Auktion verkaufen. Schauen wir nochmal kurz durch. Das ist auch selten. Das könnte auch in der Auktion. Okay, das sind ungewöhnliche Dinge. Joa. Machen wir das Buch. Machen wir das Buch hier. Nehmen wir das Buch. Und mal, wer da drauf so seine Moneten ansetzt. Dann starten wir mal. 6.100 sind geboten. Wer bietet mehr? 6.600 sind geboten. Wer bietet mehr? 7.100 sind geboten. Wer bietet mehr? 7.600 sind geboten. Wer bietet mehr? 8.100, 8.600. Wer bietet mehr? Ich kann nicht so schnell. Ich bin kein Auktionator. 9.600. Wow. Wow. Jeffrey. Oder was? Was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich Knete gemacht. So, Leute. Ein Teil sind wir schon mal los. Den Rest versuche ich jetzt erstmal im Geschäft loszuwerden. Wir brauchen noch 4 Tage. Ganz genau. Okay, dann gehen wir mal ins Geschäft. Oh, direkt Käufer. Dude. Wer will den Kristall in den Schädel haben? Hergestellt 2000. Okay, dann jetzt mal verhandeln. Okay, er scheint nicht gerade geizig zu sein. Und ja. Dann schauen wir mal, ne? Ich habe 1150 gezahlt. 2150 soll es wert sein. Kirchen. Was machen wir da? Was machen wir da? Ich gehe auf 2500. Ob er mitmacht? Nein, macht er nicht. Er bietet mit 1680. Ich sag 2250. Macht er mit? Ich versuche dir wirklich entgegenzukommen. Ja, habe ich auch versucht, aber ne? Pech gehabt. Beide. Ja. Sie scheint Sachen zu überbewerten und hat nicht gerade viel Ahnung. Was will denn das werte Fräulein haben? Sie will den Kristallschädel haben. Okay. Den ich nicht verkauft habe. Vorhin. Na gut, dann lass mal verhandeln, Fräulein. Ne? Okay, damit würde ich auf jeden Fall schon mal einen Gewinn machen. Weil ich 1150 gezahlt habe. Aber das Ding ist 2150 wert. Von daher verlange ich 2500. Gefällt genauso an wie der vorherige. Schwierig. Was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir der Fräulein... Wie kommen wir der jetzt entgegen? Ich mach dasselbe wie vorhin. Ist dir nicht sicher? Macht sie mit? Ist nicht fair. Gut, dann war es halt nicht fair. Dem anderen war es auch nicht fair genug. Pech gehabt. Geht doch woanders hin. Gibt noch andere Läden. Der Arschgeigen.
So. Ja. Ja, ich kann auch manchmal fies sein, ganz genau. So, Fräulein, was hast du denn so zu bieten? Ja, okay, sie ist nicht gerade sehr geizig. Was will das Fräulein denn haben? Sie will die goldene Halskette haben. Okay. 590. 90 würde ich plus machen, aber das Ding ist 760 wert, meiner Meinung nach. Was sagen wir denn? 800. 630. Fräulein denn entgegen? Nehmen wir den Schätzpreis? Ich denke mal, ja, ne? Sagen wir mal 760. Und danke, wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, toll, ey. Ich verliere die ganze Zeit Kunden und auch jede Menge Profit. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Okay. Das Fräulein scheint Ahnung zu haben. Scheint aber nicht sehr geizig zu sein. Okay. Was will sie denn haben? Sie will die elektrische Gitarre haben. Ja, ich bin ein Rockstar. Was sagen wir denn? Was sagen wir denn? 168 gezahlt, 320 ist wert. Hm. 400. Nee, ach, ich hab vergessen. Ah, Mist. Mist. Ach, egal, komm. Yeah! Scheiße, passiert natürlich wieder. Ich hab nicht aufgepasst, hab mich natürlich wieder abgelenkt. War im Gedanken wieder wo ganz anders. Egal. Wert. Das sind noch 3 Tage in Wache. Selten. Ja gut. Gehen wir ins Geschäft. Schauen wir mal, was da abgeht. Altes verziertes Stühle-Set. Hergestellt 1804. Wird mit einer geplünderten alten Villa in Verbindung gebracht. Hörte Matt Owner. Okay. Haben wir noch keine Schätzung. Ich werde jetzt erstmal alle abklappern hier. Alte goldene Münze, hergestellt 1878, selten, schlechter Zustand, 2400, so rum. Okay, sie will was kaufen, der letzte Kunde wird verkaufen. Okay, dann machen wir hier bei den Stühlen erstmal Schätzwert, ne? Mein Kollege sagt 9500 und der glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay. Dann schauen wir noch mal kurz hier rein. Wie ist der Typ drauf? Der hat nicht viel Ahnung. Scheint auch nicht sehr geizig zu sein, aber auch nicht zu wenig. Und er scheint Sachen zu überbewerten. Da müssen wir wieder vorsichtig sein. Okay, der gibt mir keinen Anhaltspunkt, was er haben will. 9500 soll es wert sein. Beige, ich biete dir 7000. Ich glaube, der nimmt es an. Scheiße, ich hätte ein bisschen weniger bieten sollen. Verdammt! Yeah! Egal, da haben wir wenigstens wieder was im Repertoire. Ne? Da hinten steht schon. Okay, ist das Fräulein drauf? Nicht gerade viel Ahnung. Der Rest ist mit Fragezeichen versehen. Okaychen. Hm. Alte goldene Münze. 1878. Ganz genau. Das war das Ding, was ich gesehen habe. Sie will 1340. Was bietet man denn? Die Schätzung liegt bei 2400. Sie will es für 1340 verkaufen. Ich sag 1100. Denkt an 1218. 1150. Macht sie mit? Okay, yeah! Die hat es akzeptiert. Dankeschön. Ah, jetzt gucken wir hier. Ein Platz hätte ich noch frei, okay. Mit der hätte ich dann weniger. Mehr. Weniger. Ich komme auch weniger.
natürlich weniger Ware, ne? Naja. Hab irgendwie voll am Frosch im Hals. Muss mal kurz was trinken. Hat jemand geklopft? Glaub nicht. So. Sie scheint Sachen zu überbewerten. Okaychen. So, was will das Fräulein denn haben hier? Sie will die alte Bronzestatue haben. Okay, dann lass mal verhandeln. 4.100 bietet sie mir und das Ding ist 4.100 wert. Hm. Meine, ich würde Profit machen, ne? Richtig. 5.000 will ich haben. Ich hab's restaurieren lassen, Fräulein. Scheiße, ich kann nichts mehr bieten. Das Beste, was sie bieten kann, sind 43,50. Okay. 2.410 Euronen mehr. Gut. Kommen wir hier rein. Sie scheint Ahnung zu haben. Nicht sehr geizig. Und hat keine Geduld. Okay, was haben wir denn hier? Feine Weinkiste hergestellt, 1962. Okay, den Experten habe ich schon eingesetzt. Jetzt habe ich keinen Anhaltspunkt, was es wert sein könnte. Sie bietet mir, was sie sagt, sie will 1260 haben. Ich sag 950. 1120. 1050. Mein letztes Angebot sind 1100. Okay. Muss ja nicht immer Nerd-Stuff sein. Der kann ja auch mal ein bisschen was an. Ne? Haushaltsware, so Weinkeller oder Weinkisten oder Elektrogeräte oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Also seit dem letzten Update gibt es auf jeden Fall Haushaltsgeräte, Elektrogeräte. Okay, die gab es schon vorher, die Elektrogeräte, aber wie gesagt, die Haushaltsgeräte sind neu. Was als nächstes kommt. Und oh, ich sehe gerade, das ist mir entfallen. Das war noch gesperrt. Das war noch mit diesen Schraubenschlüssel versehen. Schauen wir nochmal kurz rein. Was haben wir denn hier? Aktuelle Events. Das ist mir neu. Da muss ich nochmal kurz gucken. Zeit genug habe ich ja noch. Ich denke mal, die Folge läuft wieder eine halbe Stunde oder so. Letzte Folge habe ich eine Stunde aufgenommen, damit ich ein bisschen Zeit totschlagen konnte. Preise der Gegenstände, 30% minus, 2 Tage verbleiben. Preise der Gegenstände, 5%, 9 Tage verbleiben. Besondere Charaktere. Geschäftspartner, hilft dir das Geschäft um aufzuhalten? Was kann ich jetzt mit denen machen? Ich meine, das sind die besonderen Charaktere, die tauchen auch jedes Mal. Die tauchen auch hier auch jedes Mal auf, meine Fresse. Ich habe wieder so einen Zungenbrecher hier oder was? Okay, das ist noch neu. Das ist auch neu. Sieht aus wie so ein Spion. Der scheint auch neu zu sein. Warte mal. Was haben wir denn hier? Er ist ein Hauptkontakt zu organisierten Verbrechen. Das liegt. Okay, den haben wir schon mal gehabt, ja. Sieht aus wie so ein Mafia-Boss oder sowas. Gangster oder so. Charlie's Angel oder was. Sieht auf jeden Fall so aus. Stöckelschuhe und so, ne? High Heels. Okay, das ist noch eine Mache. Die auch. Okay, dann haben wir da auf jeden Fall so einiges, was noch neu angeboten wird. Preise der Gegenstände minus 5%. Das sind komische Events, ey. Warum hat man da jetzt nicht zwei... Okay, das sind zwei verschiedene, ja. Aber wenigstens einer mit Plus, das wäre interessant. Und einer mit Minus, so dass man wenigstens zwischen den beiden dann entscheiden kann, ne? Ob man jetzt Minus machen möchte oder Plus machen möchte in den nächsten Tagen. Obwohl, Preise der Gegenstände minus 30%. 2 Tage verbleibend. Ich glaube, das probiere ich einfach mal aus, oder? Kann ich das irgendwie nehmen? Kann ich nicht anklicken. Warum auch immer. Okay. Damit muss ich mich auf jeden Fall noch auseinandersetzen. Oder das sind so Dinge, die automatisch im Gameplay dann auftauchen. Ja, so wie der Downer und der Mr. Quibble. Etc. etc. Okay, nochmal kurz einen Überblick verschaffen, ganz schnell. Der braucht 2 Tage.
Das ist auf jeden Fall einiges wert, das werde ich auch auf jeden Fall sperren. Zwei Dinge habe ich jetzt auf jeden Fall gesperrt, ne? Richtig? Ja. Die anderen Dinge sind zu Verkauf. Das könnte ich im Prinzip schätzen lassen. Aber das ist ein ungewöhnlicher... Warte mal, wie teuer ist es dann? 150 Euro und dann 3 Tage brauchen dafür. Mach ich's oder mach ich's nicht? Na komm, mach mal. Damit wir wenigstens eine Schätzung haben. Vielleicht ist es mehr wert, als ich gezahlt habe. Oh, schauen wir mal hier. Fräulein, was hat sie denn da? Ist das... eine Brosche, habe ich mir doch gedacht. Auf jeden Fall so aus. Antike, juwelenbesetzte Brosche. Hergestellt 784. Wird mit einer geplünderten alten Villa in Verbindung gebracht. Okay, es ist legendär, Leute. Wow. Sehr guten Zustand. Aber man weiß nie. Immer vorsichtig sein. Es könnte eine Fälschung sein. Lassen wir mal kurz den Experten drüber lunsen. Wow. Ein Experte meint, das ist 81.000 wert. Der glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay. Das wäre eine Überlegung wert. Aber ich werde erstmal gucken, was die anderen beiden wollen. Okay. Er will mir einen Baller verkaufen. Baller, Baller. Ein Baller, Baller von Ballermann. Oder was? Ball hergestellt, 1935. Selten, schlechter Zustand. Anhaltspunkt für die Schätzung. Fragezeichen. Schöne Scheiße. Okay. Das sind alles Verkäufe. Ich hätte jetzt am liebsten einen Käufer gehabt. Ich habe nur einen Platz. Was haben wir denn hier? Selten, schrecklicher Zustand. Spielzeug hergestellt 1973. Gehörte Charlie Chapton. Mich interessiert die Brosche, Leute. Mich interessiert die Brosche, weil das ist ein legendäres Teil und im sehr guten Zustand. Und keine Fälschung. Glaubt zumindest mein Kollege. Okay, Fräulein. Oder ist das... Ja, doch, ein Fräulein. Da habe ich noch reingeguckt. Sie scheint recht geizig zu sein. Schauen wir doch mal. Wie viel? 60.000. Ich gebe dir nicht mehr als 40.000. Ich muss auf jeden Fall kalkulieren. Es geht nicht. Ich muss da drunter bleiben. Ich muss auf jeden Fall da drunter bleiben. Dann sagen wir 43,5. 55.000. Oh, scheiße. Aber ich würde auf jeden Fall einen fetten Profit machen damit. Wenn jemand auftaucht, der Sachen überbewertet zum Beispiel, dann könnte ich damit Kohle machen. Ich glaube, ich nehme an. Ja. Auf jeden Fall, die anderen will ich nicht, weil ich... Ja, ich habe keinen Platz mehr, ne? Was soll ich da machen? Bei Auktion einkaufen. Ja gut, jetzt kann ich sowieso nicht. Alle Plätze belegt. Okay. Machen wir jetzt nochmal das... Ne, das war ein Machen. Genau, ein Tag noch. Brosche ist im sehr guten Zustand. Ich glaube, die lasse ich mal im Verkauf. Da muss ich nicht unbedingt auf eine Auktion warten, okay. Der Kollege braucht noch einen Tag für den Nerdstuff-Gedöns. Okay. Ich habe leider keinen Platz. Ich brauche Käufer, Leute. Was wollen denn die anderen? Okay, der will was kaufen. Definitiv. Was will die? Oder der? Der? Ist das die oder der? Derek. Okay, das ist näher. Okaychen, machen wir erstmal mit dem Käufer weiter, damit ich Platz habe für die beiden anderen. Weil die ja was, weil die was zum Anbieten haben. So. Okay. Kristallener Schädel will er haben. Ist der Typ drauf? Er scheint recht Ahnung zu haben und ist auf gleicher Höhe mit Geiz. Geizheiz. Okay, dann lass mal verhandeln, ne? Schauen wir mal. Was schlagen wir denn da raus? 1150 habe ich gezahlt. 2150 soll es wert sein. Okay. Ich sag 1000. Wow. Nein, ich halte dich nicht für dumm. Nein, nein, keineswegs. Okay. Das war ein bisschen zu hoch angesetzt, würde ich sagen. Okay, dann sagen wir 2250. Ich komme dir ein bisschen entgegen. Ich klar nehme ich das ernst. Was meinst du denn? Nimmst du das überhaupt ernst, sagt er. Okay, will er nicht unter der Schätzung?
scheiße. Obwohl, ich würde Profit machen. Ich habe 1150 gezahlt und 1400 bietet bei mir an. 1750. 1440. Ich behandle dich nicht wie ein Idiot. Ich komme dir entgegen. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, dann... Was sagt er? Ich versuche dir wirklich entgegenzukommen. Ja, ich auch. Okay, war klar, dass er das ablehnt. Scheiße, verdammte. Ach, verdammter Mist. Was soll's. Aufgeschissen. Okay, die beiden kann ich leider nicht... Kann ich leider nicht annehmen. Okay, schauen wir trotzdem mal rein, was die da so haben. Altes verziertes Katana, hergestellt 1822. Hergestellt... 1822. Hab ich das jetzt doppelt gesagt? Zurückspulen. So. Episch, schrecklicher Zustand. Waffe, keine Ahnung, wie viel zu alt sein soll. Wie gesagt, 6500. Glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Würde ich gern abkaufen. Leider habe ich keinen Platz. Was hat er? Ein gewöhnliches. Schrecklichen Zustand. Ich kann es leider nicht annehmen, Leute. Tut mir leid, ich muss ablehnen. Ich habe keinen Platz. Na toll. Egal. Restaurator Bernie hat gerade den Auftrag für Maßstabgetreues Stella Broads Modellschiff beendet. So. Der neu geschätzte Wert liegt bei, keine Ahnung, tolle Wurst. Okay. Schauen wir nochmal durch hier. Das habe ich sperren lassen. Was kostet mich das denn? 11.800. Scheiße. 11.880. 6 Tage brauchen. Oh, was? Ey, das mache ich später. Ich glaube, das lasse ich später machen. Okay. Der neu geschätzte Wert liegt bei Fragezeichen. Ich habe keinen Experte zur Verfügung, weil er gerade... Er ist gerade am Schätzen. Was schätzt er? Okay. Er braucht noch einen Tag, dann kann ich das hier schätzen lassen. Weil dafür brauche ich auf jeden Fall eine Schätzung. So. So, dann... Okay, das habe ich... Okay, das wollte ich eigentlich nicht sperren lassen. Das könnte sich auch einer leisten. Wow, da kommt aber einer mit einem richtig fetten Geldbündel an, wa? Sie will was kaufen. Schauen wir doch erstmal, wie du drauf bist. Scheint nicht gerade viel Ahnung zu haben, aber scheint Sachen zu überbewerten. Und ist auch nicht sehr geizig. Okay, was will sie denn haben? Wow, direkt die Brosche. Okay. Was sagen wir denn? 100k. Macht sie mit? Okay, abgemacht. Wow. Es stellt sich... Na, warte mal. Ich sehe was Rotes. Du hast erfolgreich einen Deal für 100.000 Euro gemacht. Es stellte sich leider heraus, dass dies eine Fälschung war. Glücklicherweise haben es weder du noch dein Kunde bemerkt. Weshalb sich dein Ansehen so geringfügig verringern wird. Okay. Okay. Wow. Nice. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr bieten können, aber dann hätte sie eventuell erkannt, dass es eine Fälschung ist. Okay, ich wusste es vorher auch nicht. Aber, wie es der Zufall so will, ich habe eine Fälschung mit 45.000 Euro Profit verkauft. Nice. Geilo. Okay, er will auch was haben, aber der hat nur... paar Pennies und ein Bauchnabel voll Fussel. Er will die Halskette haben. Okay. 500 habe ich gezahlt, 760 soll es wert sein. Wie ist der Kollege drauf? Scheint ein bisschen geizig zu sein. Ein Wunder, hier, ne? 3 Pennies und ein Bauchnabel voll Fussel. Und er bietet mir 630. Ich sag 700. Bist du nicht sicher? Okay, dankeschön. Melden Sie uns bald wieder mit Kleingeld und einem Bauchnabel voll Fussel. Kannst auch einen ganzen Sack voller Fussel mitbringen.
aber wenn dann mit einem dicken, fetten Geldbeutel demnächst. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du irgendwas Geiles haben willst. Okay. Experte Freddy hat gerade den Auftrag für feine Weinkiste beendet. Es ist authentisch und der neu geschätzte Wert liegt bei 3000. Okay. Schauen wir noch mal kurz rein. Ich habe 1250 gezahlt und 3000 soll es wert sein. Okay. Ich könnte mir das jetzt leisten, ne? Okay. Hätte ich mir vorher auch leisten können, das restaurieren zu lassen. Aber schauen wir doch erstmal hier bei der Weinkiste, weil die ist im guten Zustand. 180 Euro kostet das und 4 Tage brauche dafür. Okay. Mache ich es oder mache ich es nicht? Warte mal, ich schaffe mir nochmal einen Überblick. Das wird mich 11.000 und keine Ahnung was kosten. Irgendwann 1.800 oder so. Eine Restauration. Das ist im sehr guten Zustand, aber ich brauche dafür eine Schätzung. Das kostet 210 und 3 Tage brauche ich. Okay, lass mal das erstmal schätzen. 3 Tage brauche ich dafür und das ist ein guter Zustand, das lasse ich auf jeden Fall im Laden. Okay, das kann man auch im Laden vertickern, obwohl es selten ist. Das könnte ich im Prinzip auch restaurieren lassen, was wirklich 720 und 5 Tage. Okay. Ach, versuchen wir die anderen Sachen da so zu verkaufen. Muss ja nicht unbedingt jedes Mal restaurieren lassen. Okay, Mr. Quibble, Glückwunsch. Dank deines mäßigen Rufs hast du den Preis zweitschlechtester Bürger einer zufälligen Straße gewonnen. Okay, wow. Okay, spende den Preis an eine wohltätige Stiftung. Ich könnte was spendieren, ne? Dann kriege ich auf jeden Fall mehr Ansehen. Wenn ich okay drücke, dann passiert, glaube ich, nichts. Okay, ich kann es mir leisten. Ich gebe eine Spende heraus und bekomme mein Ansehen plus 10. Nice. Okay. Schauen wir nochmal kurz hier rein. Und ehrlich, das muss sich auf jeden Fall verbessern. Okay, die Fähigkeiten sind ab morgen erst verfügbar. Also ein Tag in-game. Okay. Was haben wir denn hier? Ein verziertes Gewehr hergestellt 1946. Wird mit dem Britischen Reich in Verbindung gebracht. Selten, guter Zustand. 6000 Euro soll es wert sein. Sieht nice aus, ne? Mit Flower Power und Peace-Zeichen und, ne? Okay, was sagt denn der Experte? Experte meint, 5700 soll es wert sein. Okaychen. Und der glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay. Was habe ich denn hier? Habe ich da Platz? Ja. Wie ist das Fräulein drauf? Scheint Ahnung zu haben. Bisschen, aber nicht viel. Ist auch leicht geizig auf derselben Ebene. Okay, dann lass mal verhandeln. 4600 will sie mir abknüpfen. Nee, Fräulein, ich sag 2500. 4350. 2250? 4100. 2600. 2950 will sie mir abknüpfen. Mein letztes Angebot sind 3750. Sie will nachdenken? Okay, dankeschön. Bitteschön, dankeschön. Schädeböen. Schankeböen. Ja. Dann haben wir wieder was Neues im Repertoire. Eine Waffe. Die ist im guten Zustand und selten. Das lassen wir so. Das können wir auch, ne, so im Laden weiterverkaufen. Okay. Das kostet mich 20.000. Wären dann auch 20.000 und das 75. Was könnte ich auf jeden Fall gebrauchen, um die Unehrlichkeit loszuwerden? Glück auf jeden Fall nicht, ne? Kompetenz, würde ich sagen. Der Kompetenzbesitz, zum Stand kannst du schätzen, genau. Schätzen. Ne, das glaube ich eher weniger. Ich glaube eher hier mein Charisma. Also, da hat nichts. Fälschung zu verkaufen. Ne, das war's glaube ich auch nicht. War's das hier? Menschenkenntnis, genau das war's. Ja, genau. Dann hat man hier wenigstens
die Erfahrung mit den Kunden und zusätzliche Möglichkeiten und Menschenkenntnis auch Fälschungen leichter zu erkennen. Aber das kostet 75.000. Ich glaube, ich werde erstmal mein Charisma aufnutzen. Ist schon teuer genug, deswegen. Room Level talentiert erreicht. Immer mehr Kunden werden zu deinem Geschäft kommen, ihre wertvollen Schätze zu verkaufen. Okay. Ich bekomme jetzt lange nicht wieder ein Pappmaul. Deswegen werde ich jetzt erstmal wieder was trinken. Ah, schön geheiztes Wasser. Okay. Unehrlich bin ich immer noch. Und warte mal. Was wird mich denn das nächste Geschäft kosten? Geschäft upgraden. 10.000. Bekanntheitsgrad. 1, Inventargröße plus 2, also 10, Bekanntheitsgrad 3, Arbeitsplätze plus 0, ja, plus 0, wöchentliche Kosten 300, soll ich das aufmutzen? Ja komm, dann sieht die Bude wenigstens ein bisschen besser aus, okay, so, sauber, jetzt nochmal kurz einen Überblick und ja, ein paar Minütchen mache ich und arbeite auf jeden Fall noch 2 Tage, würde ich sagen, damit ich das hier auch durch habe mit dem Experten. Okay, das ist ungewöhnlich, das kann man so im Laden vertickern, ganz genau das auch. Nee, das habe ich ja gesperrt, stimmt ja. So, das kann man auch im Laden verkaufen, obwohl es selten ist, da muss ich nicht unbedingt den Experten oder den Restaurator Arbeit tun lassen. Das ist überprüft worden. Das kann ich auch leicht im Laden verkaufen, weil es im guten Zustand ist. Okaychen. Okaychen, okaychen. So. Okay, Nimrat Schulz. Okay, wie bist du denn drauf, Frau Nimrat Schulz? Okay, da habe ich keine Ahnung. Aber ich habe mir jetzt ein bisschen was an Wissen angeeignet. Und schauen wir mal. Altes Schwert, hergestellt 1789, wird mit der Qing Dynastie in Verbindung gebracht. Gehörte George R.R. Merlin. Legendär, schrecklicher Zustand. Was sagt denn mein Experte? Wow. Er glaubt, dass es 73.000 wert ist und er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Nice. Okay. Das wäre auf jeden Fall was für mein Repertoire. Ich habe 3 Plätze frei. Okay, Fräulein, was willst du denn dafür haben? 63.000. Ich gebe dir 40.000. 60.000. Ich komme dir entgegen. 47,5. 56.000. Dein letztes Wort. Leute, kaufen wir uns das? Ich glaube ja. Ich glaube ja, weil wer nicht investiert, der keinen Gewinn macht. Dann kaufen wir doch. Bitteschön, deine 56.000 kannst du gut anlegen. Und ich werde auf jeden Fall das hier erstmal sperren für den Restaurator. Wow, er will mir 75. Alter. 65.700 in 6 Tagen. Wow. Okay, das glaube ich mache ich ja später. Okay, das kostet mich 11.880, soweit ich das in Erinnerung habe. Genau, die Restauration. So, der braucht noch einen Tag, dann machen wir einen Tag weiter im... Oh, ich habe eine Auktion entdeckt. Dafür braucht er noch einen Tag, aber wenn ich jetzt einen Tag im Laden weitermache, dann ist die Auktion weg. Das ist doof. So, schauen wir mal nach einem seltenen Gegenstand. Was ein bisschen mehr wert ist und auch schon geschätzt wurde. Ne, das kann ich leider auch nicht verkaufen. Waffe. Aber warte mal, das... Aber das ist im schrecklichen Zustand. Scheiße. Das hier. Aber ich habe keine Schätzung dafür. Versuchen wir es mit der Waffe, würde ich sagen. Oder doch mit dem Schwert. Warte mal, das ist im guten Zustand. Das ist schrecklicher Zustand. Ich glaube, ich versuche die Waffe hier zu verkaufen. Da wir schon die Gelegenheit haben, versuchen wir mal die Waffe hier zu verkaufen. Da
Der Startpreis beginnt bei 4.100. Okaychen, mal schauen, was dabei rauskommt. So, gespannt bin ich auf jeden Fall. Komm schon, komm schon. Erreicht die 10.000, komm schon, bitte. Toll, wir nähern uns der 10.000. Schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, schade. Naja, was soll's. 7.600, ich habe auf jeden Fall Profit gemacht. Das ist geil. Okay, das habe ich sperren lassen. Und der braucht noch einen Tag dafür. Dann machen wir doch mal den letzten Tag und die letzten paar Minuten, bis ich die Folge hier beende. Okay, was hat er denn da? Havana Jones Actionfigur. Okay, das ist wieder was für mich. Selten, sehr guter Zustand. 16.600. Das wurde auf jeden Fall noch nicht in mein Repertoire freigeschaltet. Okay. Komm mal kurz rein. Du hast diesen Gegenstand noch nie zuvor besessen. Wenn du ihn kaufst, schaltest du ihn in deinem Itemkatalog frei. Okay. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen Kondition. Nice, hört sich gut an. Okay. Schauen wir mal kurz, wie der Typ drauf ist. Okay, der scheint geizig zu sein und den Rest kann ich nicht einschätzen. Aber ich werde das auf jeden Fall mal eben vom Experten... Okay, er meint 18.400 wert. Und er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Okay, der Experte ist schon mal verspielt. Schauen wir mal kurz, was die anderen haben. Okay, auch wieder so ein Nerd-Spielzeug, ja. Getunter Van, hergestellt in 1993. Boah, sieht geil aus, ey. Sieht aus wie von Mad Max, Alter. Wow. Wow. Alter. Für alle, die nicht wissen, was Mad Max ist, das war damals ein Film. So in den 70er, 80ern irgendwo gespielt oder aufgenommen worden, beziehungsweise gedreht worden. Ist auf jeden Fall so ein Worst-Case-Szenario. Ne, also wo die Welt halt langsam zusammenfällt und die Zivilisation sich irgendwie versucht über Wasser zu halten und sich auch gegenseitig bekämpft, etc. etc. Ne, guckt euch den Film an, er ist auf jeden Fall geil und ich werde mich dem jetzt erstmal widmen. Okay, was haben wir denn hier? Legendär, sehr guter Zustand, 58.000. Okay, mein Experte habe ich jetzt schon verspielt. Okay, schauen wir mal den nächsten Kunden hier. Was haben wir denn hier? Taj Mahal Souvenir. Hergestellt 2020. Episch schlechter Zustand. Sie will's verpfänden. Okay, fangen wir erstmal mit ihr an, bevor wir die anderen da machen. Platz genug habe ich ja in meinem Inventar jetzt. Okay, sie scheint Ahnung zu haben und sie will als Pfandgut 7.400. Nee, Fräulein, ich biete dir 4.000 an. 6.900. 4.750? 6.500 bietet sie mir an. Oder will's haben. Ja? So, sagen wir 5.250. 6.000. 5.500. Ups, die 5 verfehlt. 5.500, so. 5.900, dein letztes Wort. Okay, die Schätzung liegt bei 15.200. Wer weiß, vielleicht kauft es zurück, vielleicht auch nicht. Dann sagen wir ja, nehmen wir an. Okay, dann haben wir wieder ein Pfandstück im Lager. So, da ist es. Super. Zwei Plätze habe ich noch, Gärchen. Experte habe ich schon was schätzen lassen. Ich glaube, das war das hier, ne, genau, das hat der Experte geschätzt. 18.400 Euronen. Okay, wie ist der Typ nochmal drauf? Okay, ist sehr geizig, aber er will 11.800 haben. Ne, mein Freund, 8.000. 11.000. Nein, Mann, ich behandle dich nicht wie ein Idiot. Okay. 9.000. 10.200. Das ist das Beste, was er tun kann. Ich kann nichts mehr anbieten. Okay, es ist selten. Es hat einen sehr guten Zustand. Nehmen wir an. Okay. Melden Sie uns bald wieder. Okay, der letzte für heute. Und ich sage schon vorab,
Dankeschön fürs Zuschauen. Ne? Bewertung nicht vergessen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich unterstützt. So, machen wir den näher noch fertig. Und 58.000 ist es wert. Wie ist der Typ drauf? Er scheint Sachen zu überbewerten und ist nicht sehr geizig, aber auch nicht zu wenig. Okay. Gut, dann lasst mal verhandeln. Okay. Er scheint Sachen zu überbewerten. Ja, das habe ich gerade gesehen. Nee, mein Freund. 40.000. 60.000. 42.000. Bist du nicht sicher? Okay. Dann Pech gehabt für beide Seiten. Wie gesagt, ne? Wow. Was haben wir denn hier? Experte Freddy hat gerade den Auftrag für Maßstab Streus Stellar Brawls Modellschiff beendet. Es ist eine Fälschung. Aber keine Sorge, Experte hat dir einen Hinweis hinterlassen, wie man den Gegenstand am besten verkauft. Der neu geschätzte Wert, er hat mir einen Hinweis hinterlassen. Okay, das werde ich mir noch kurz ansehen. Wie gesagt, ne, wie schon erwähnt, ne, ihr habt es gehört, jetzt würd mich auf jeden Fall freuen. Ne? Ich würde es wertschätzen, wenn ihr mich unterstützt mit einer Bewertung etc. Ihr wisst ganz genau, wie es geht. Und okay, dann gucken wir uns das doch nochmal an hier. Er hat mir einen Hinweis hinterlassen. Was war das jetzt nochmal? Das war das hier, ne? Genau. Er hat mir einen Hinweis hinterlassen, dieser Gegenstand ist gefällt. Bleib mal vorbei. Das sollte nicht passieren. Dein Ansehen. Experte daran arbeiten, hilft es etwas beim Verkauf. Okay, der Experte hat das schon, ne? Dieser Gegenstand wurde von einem Experten untersucht. Was jetzt eine sehr präzise Schätzung ist. Ob er gefälscht ist oder nicht. Ja, das wissen wir schon. Wir wissen schon, dass es eine Fälschung ist. Aber wie schon erwähnt, ne, ihr wisst Bescheid. Ich werde mich jetzt verabschieden. Tüdelidö und ciao mit Au.